Junge, was episch aussieht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Crew. Ja, hab mir das Spiel jetzt auch mal gekauft. Ich fand's echt nicht schlecht. Und wie ihr hört, ich habe jetzt auch ein Mikro. Also ist es jetzt eine sehr gute Audioqualität. Red nicht mehr viel drum herum, hab mir das Spiel angesehen, ich find's cool. Und vielleicht werde ich auch nochmal mit ein paar Freunden aufnehmen. Ansonsten, ja. Und es dauert mal mittendrin, weil es gerade das erste Mal geladen wird. Also bitte nicht rein. So. Crew Pack, Bonus Pack. Gunsch. Hab mir auch die Gold Edition geholt, weswegen das jetzt auch mit drin ist. So, wir sind dort. Okay. Ford F-150 sagt er. Bin beschäftigt, Harry. Die Korps aber. Nichts, womit ich nicht klar kenne. Mach Schluss auf dich, warte dein Rennen. Was ist das? Achtung, Einheiten verfolgen einen rückenlosen Fahrer. Okay. Das heißt, da. Okay. Haltet euch zurück. Straße fern. Ah. Ist ein bisschen. So. Polizisten haben offensichtlich auch Geländewagen. Zentrale Straßen sind dicht. Okay, haltet euch zurück. Straßensperren stehen. So. Was hat er da langfallen? Nur was eben schon aussieht. Dann und yes. Geschafft. Gold. Yes. Oh, ist doch mal nicht schlecht. Zumindest für den Anfang. Okay, Harry, ich bin jetzt unterwegs. Na endlich, Alex. Ich hab für dich einen Rennschlitten in der Scheune deponiert. Wo? Wo? Hast du dein 510-Net eine Weile nicht aktualisiert? Siehst du das Radar auf der Minikarte? Es zeigt dir den Weg zur nächsten Datenstation. Je näher du bist, desto grüner wird es. Folge ihm. Da. In der Nähe. Da. Ich bin da, Harry. Was jetzt? Du musst
musst schnell zum Rennen, Alex. Bring mir deine Karte auf Vordermann. Ach, noch mehr Computerscheiß. Genau. Synchronisieren wir dich mit dem 510-Net. Wir haben eine Hintertür zu den Datenstationen im ganzen Land gefunden. Und haben unsere eigenen Daten eingespeist. Hier findest du alles, Mann. Rennveranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, was du willst. Und obendrein ist's verschlüsselt. Ich habe die Scheune markiert, siehst du sie? Ja. Setz einen Wegpunkt und fahr hin. Wir brauchen dich in Detroit. Und zwar jetzt. Drücke A. Sehr schön. So. Wegpunkt setzen. Da, Harry. Zufrieden? Oh, sehr sogar. Gut so, ich habe eine Menge Kohle unter die Haube gepackt. Du hast also genug Muskeln, um die Horde heute Abend aufzumischen. Apropos, komm schnell her, Alex. Dein Bruder macht sich über irgendwas Sorgen. Das passt nicht zu Dayton. Ich komme. So. Jetzt hast du also zum Bruder fahren. Du wirst in Detroit gebracht, Alex. Setz einen Wegpunkt und fahr hin. Und zeig dein Pokerface. Das Rennen wird verdammt hart. Du solltest die Burschen mal sehen. Ich schaff das. Ohne Zweifel. Aber denk dran, dein Bruder will dich danach sehen. Klingt ernst. Keine Sorge, alter Mann. Ich vergesse es nicht. So. Wegpunkt müssen wir uns... Mein Freund von mir hat das Spiel auch und hat das Spiel schon ein bisschen länger und meinte, ich könnte das mir auch mal holen, hab's mal jetzt gesehen und fand's eigentlich gar nicht so schlecht, deswegen dachte ich mir, warum nicht. Jetzt mit dem Fahrzeug. Und viel Spaß. Ist Bronze. Ja, natürlich. Ich auch. Okay, es wird eine Bronze. Ist jetzt gerade? Ja. Toll. Mit Mac etwas berührt hat es den Wagen komplett weggeschmissen. Komplett durchstarten. Ja, fort geht's.
Mist an Skyline. Sind natürlich Gegner von einem Mustang. Wenn ich mich recht ins. Es geht los. Ja. Wir fangen an. Durchballern. Natürlich, ich bin für den Gegenverkehr. Ah, toll. Das sind hier aber komplett weggeschmissen. Was mir das mit. Boah, wenn die KI es einem leicht macht, warum nicht? Ah, toll. Ah! Einmal der Wagen so schön zu fahren ist. Nicht. Das ist denn was? Mein zweiter. Noch einmal. Überspringen. Der tut sehr schwer in den Kurven. Wir müssen jetzt mit dem Wagen einfahren. Und da habe ich einen Passanten aus wohl getroffen. Hey, knapp 4 Sekunden Vorsprung. Ja, Gold. Silber auf jeden Fall. Gold sogar. Fast Stufe 2. Hi, Bro. Ich brauche einen Wagen. Verstehe. Alles okay? Klar. Los geht's. Mal sehen, über was er sich denn Sorgen macht. Ambassador Bridge, Bro. Du hattest heute Ärger mit den Cops? Ja, aber ich hab sie abgehängt. War cool. Warte. Warum legst du dich immer mit den... Server. Im Gesetz. An der Wende. Toll.
hat sich mein Controller mal verabschiedet. Ich werde mal gucken, was das jetzt ist.